Alles klar. Gut, dann beginne ich mal die Präsentation. Entschuldigung für die kurze Verzögerung und herzlich willkommen zu unserer Session hier heute zum Thema Next Normal, das Next Normal der Hochschulbildung aus Studierendensicht. Ich teile meinen Bildschirm und die entsprechende Präsentation und grüße auch den Ulf Daniel Illers, der jetzt auch da ist. Und Ulf, ich gebe mal an dich über. Ja, ganz wunderbar. Herzlichen Dank, Laura. Du hast dich schon vorgestellt. Ich hatte gerade noch ein paar kleine technische Probleme, hier über den Gang in den Raum reinzukommen. Jetzt bin ich da. Es standen, glaube ich, zu viele Leute vor der Tür. Nein, jetzt bin ich da. Wir freuen uns auf die nächsten 25 Minuten. Es geht um ein Projekt, was angefangen hat, aus dem Beweggrund raus, Studierenden eine Stimme zu geben, während des Shutdowns. Wir haben gleich 2 Wochen nach dem Shutdown angefangen, aber das werden wir alles erklären. Und was dann aber dazu geführt hat, dass wir irgendwann gemerkt haben, wir haben so viel Daten gesammelt, die müssen wir jetzt mal auswerten und ein bisschen systematischer auch aufbereiten. Und wir würden heute gern ein paar dieser Daten darüber erzählen. Ja, wir werden ganz kurz uns vorstellen, wo wir herkommen, was unser Hintergrund ist, das Team, die Arbeitsgruppe, dann die Podcasts, von denen ich eben schon geredet habe, mit denen wir Studierenden eine Stimme geben wollten in der Zeit des Corona-Shutdowns. Wir haben direkt 2 Wochen nach dem Shutdown angefangen, also Ende März letzten Jahres. Und dann, wie wir an unsere Studie rangegangen, wie wir die Daten ausgewertet haben, die Ergebnisse, die wir jetzt vorstellen wollen, zur Diskussion stellen wollen auch, denn wir sind ja alle noch nicht durch mit dem Thema, es geht ja noch weiter. Und aus unserer Sicht ist es ganz, ganz besonders wichtig, sich diese Frage zu stellen, wie können wir diejenigen, die jetzt 1,5 Jahre lang teilweise ihr Studium aufgenommen haben, ohne dass sie überhaupt eine Universität betreten haben. Wie können wir diejenigen jetzt wieder mit reinnehmen darin, dass das Studium ja nicht nur ein Download von Lehrveranstaltungen ist, sondern dass das Studium eine Lebensphase, eine prägende Lebensphase sein soll, in der man sich ausprobieren soll, in der man 3 Firmen gründen und 5-mal bankrott gehen muss und ganz, ganz viele dumme und ganz viele tolle Gedanken und Dinge haben soll und haben kann. Weiter. Die Next Education Arbeitsgruppe, die ich vor 5 Jahren ins Leben gerufen habe, beschäftigt sich grundsätzlich mit dem Thema der Digitalisierung, ein bisschen mit dem Fokus auf Hochschulbildung, aber nicht nur. Wir führen viele internationale Forschungsprojekte durch. Wir haben ein ganz tolles, junges Team, die sich hier heute und morgen und übermorgen auch mit, glaube ich, insgesamt 7 Beiträgen zu allen möglichen Themen. Laura, du bist auch bei ganz vielen dabei. Warst auch jetzt gerade dabei, hattest gerade im letzten Slot um 4 einen Vortrag zum inklusiven Hochschulstudieren, inklusiven Lernen, Lehren an der Hochschule. Und das sind unsere Themen. Wir laden gerne ein, einmal auf der Website nachzuschauen. Unsere Projekte, wie ich schon sagte, befassen sich mit den Themen der digitalen Transformation und seit einigen Jahren auch damit, die digitale Transformation weiterzudenken, also in den nächsten Schritt zu wagen. Was kommt eigentlich danach? Ja? Was ist eigentlich das Ziel, wenn wir denn alle irgendwann mal transformierte Hochschulstudiengänge und Hochschulstrukturen haben? Und das brachte uns dazu, das Thema der Future Skills, also der nächsten Dekade, des Nachdenkens über Hochschulbildung in Angriff zu nehmen. Das haben wir gemacht mit größeren Forschungsprojekten, die den Titel Next Skills tragen und die es komplett Open Access downloadbar im Internet gibt. Buchpublikationen, Studiendaten haben wir alles unter nextskills.org gesammelt. Nächste Folie. Und ein kleines Lead-in zu dem Thema, um das es uns heute geht, hat Jan Böhmermann in der Heute-Show, nicht Jan Böhmermann, sondern die Heute-Show letzte Woche gemacht. Und vielleicht frage ich dich, Laura, einmal kurz uns einzuführen, was ist denn da eigentlich passiert?
was ist da passiert? Also letztes Jahr, als wir angefangen haben, diese Podcasts zu machen, da waren ja immer viele ganz begeistert, haben gesagt, Mensch, gut, dass ihr das macht. Irgendwie sind die Stimmen der Studierenden überhaupt nicht sicht- und hörbar. Und zur Vorbereitung unserer Session heute war ich dann ganz froh, dass ich drauf gestoßen bin, dass die heute schon das Thema auch nochmal aufgegriffen hat. Wie war es denn in Zeiten von Corona zu studieren? Wir sehen hier links die Ersti-Party im Kinderzimmer. Dann sehen wir nochmal Herrn Kretschmann, der mal die Aussage, die er mit da, für die er auch sich entschuldigt hat, es gibt keinen Grund, depressiv zu werden. Also, dass Studierende in der Öffentlichkeit oft so mit dem Image von Mensch mit Luxusproblem konfrontiert werden. Und rechts sehen wir noch, da gibt es eine sehr ausführliche Szene zum Thema, naja, ihr könnt eure gute Studienzeit ja irgendwann nachholen. Und da sehen wir hier diese älteren Herren, die in der WG Bierpong spielen. In einer weiteren Szene wird sich dann auch noch übergeben in einem Blumenköbel und so weiter. Das als kleines Intro. Also wir sind zum Glück auch mittlerweile nicht mehr die Einzigen. Das waren wir noch nie, aber es gibt mittlerweile sehr viele Stellen, wo sich auch mit dem Thema, wie geht es denn den Studierenden überhaupt, beschäftigt wird. Und da würde ich jetzt auch gerne nochmal zu einladen, und zwar an alle, die hier im Raum sind, nochmal selber zurückzudenken, weil Sie alle haben in der einen oder anderen Form besondere Erfahrungen gemacht in der pandemischen Situation, entweder als Studierende, als Lernende oder vielleicht als Dozierende oder vielleicht auch als Hochschulverantwortliche und haben wahrscheinlich eine Situation, die Ihnen da in Erinnerung geblieben ist. Und denken Sie nochmal nach, was ist so eine besondere Erfahrung für Sie während des Studiums im Shutdown gewesen und was für ein Begriff beschreibt diese Erfahrung für Sie? Sie können über einen QR-Code am Mentimeter teilnehmen. Es gibt auch noch einen Link, den ich gerade in den Chat gepostet habe. Oder Sie gehen auf menti.com und geben den Code ein. Und genau, wir geben mal ganz kurz Zeit zum Nachdenken, gucken uns dann kurz die Ergebnisse an, um dann weiterzugehen mit unserer Podcast-Studie. Ich wechsle schon mal. Mhm. Genau, wechsel du schon mal in die Mentimeter. Vorlage, ein Wort steht da schon, Social Presence, online als Plan B. Und vielleicht erzähle ich nochmal, wir sind irgendwann nach vielen Podcasts, die wir gemacht haben mit Studierenden von ihrem Sofa, von deren Sofa aus, über ihre Situation dann auch mal in die Presse gegangen. Und ich weiß noch, wir haben die Schlagzeile, die Pressemitteilung hatte die Überschrift, Zoom ist kein Hygienekonzept. Und es ging darum, dem Ausdruck zu verleihen, dass man mit Zoom zwar hygienisch Lehrveranstaltungen durchführen kann, aber dass das Studium eben mehr umfasst als lediglich Lehrveranstaltungen. Und damals war es so, im Dezember letzten Jahres, dass dieses Thema noch gar nicht aufgegriffen war. Es war erst ganz, ganz kurz in der Hochschulrektorenkonferenz Thema gewesen. Von den Zeitungen wurde es überhaupt noch gar nicht so richtig thematisiert. Und das Thema ist dann ziemlich eingeschlagen und wir sind von ziemlich vielen Organisationen aus Film, Funk, Fernsehen eingeladen worden, um da die Fahne der Studierenden in dieser Situation hochzuhalten und ein bisschen darüber zu berichten, was es eigentlich heißt, Angststörungen, Motivationsprobleme, nicht mehr mitzukommen, sich nicht eingebunden zu fühlen, wie das geht und auch mit den Studentenwerken ins Gespräch zu kommen, Studierendenwerken ins Gespräch zu kommen über das Thema. Also uns ist da sehr, sehr viel Relevanz entgegengekommen, Relevanzzuschreibung entgegengekommen. Danke an die ganzen Teilnehmenden. Ich glaube, wir können das jetzt gar nicht adäquat wiedergeben. Und ich weiß auch gar nicht, es ist so viel Input gekommen, dass man vielleicht gar nicht mehr alles lesen kann. Da ist alles dabei, von der Jogginghose bis zum Thema Isolation und allein. Und das ist natürlich auch ein Thema, was bei uns in den Podcasts vorgekommen ist. Ganz viel Improvisation, schwarze Kacheln hier ganz groß. Wir werden nachher nochmal die Ergebnisse versuchen, als Screenshot hier in die Medi-Bibliothek einzufügen. Dann können Sie sich das nochmal anschauen. Und danke schon mal für dieses Lead-in. Und das sind natürlich viele, viele Themen aber, in dem Podcast. Laura, aber auch Themen wie Aufbruch und neue Erfahrung und Chance habe ich da gelesen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Thema. Wir haben bei den Podcasts ja auch immer die Frage gestellt, neben der Beschreibung, wie geht's denjenigen, mit denen wir gesprochen haben, auch die Frage, was wünschen Sie sich eigentlich von den Hochschulen? Und das ist eben auch ein Thema, was jetzt ja auch immer mehr durchkommt und bei unseren
Podcasts bei unserer Studie jetzt ja auch eins der großen Themen ist. Beschreib doch vielleicht mal, worum es in den Podcasts eigentlich genau ging. Genau, wir haben zwei Podcast-Reihen, die sind auch mehr oder weniger auf jeden Fall noch aktiv. Die erste, mit der wir angefangen haben, war Studium im Shutdown. Wir studieren zu Hause. Da haben wir Ende März die erste Folge aufgenommen. Und seitdem gibt es 22 Folgen, darunter auch Sonderfolgen und Gruppendiskussionen. Da nennen wir nachher auch noch ein paar Themen, weil wir da wirklich auch versuchen, aktuell zu bleiben. Und angefangen hat es aber mit Einzelinterviews, mit individuellen Perspektiven. Und dementsprechend geht es da auch vor allem darum, wie ein Student oder eine Studentin die aktuelle Situation individuell bewältigt, auch ihren Alltag, was da aktuelle relevante Themen sind. Wir haben dann im Sommer letzten Jahres auch angefangen, auf EU-Ebene zu gehen und haben gedacht, es ist auch total spannend zu gucken, was denn unsere ganzen Freunde aus den europäischen Ländern, wir sind, wie vorhin schon erwähnt, auch in ganz vielen EU-Projekten tätig, wie geht es denen eigentlich? Wie sind da die Kontexte vielleicht anders, aber vielleicht gibt es auch gemeinsame Herausforderungen und das können wir definitiv bestätigen, dass die Herausforderungen sehr ähnlich sind und gerade da haben wir auch die Perspektive der Zukunft und der Vision für eine bessere europäische Hochschulbildung besonders in Blick genommen und auch da haben wir Themenschwerpunkte wie Mental Health. Das spiegelt, genau, Entschuldigung, jetzt wollte ich nicht sprechen, aber das spiegelt sich auch in der Titelgebung dieses Podcasts wieder, dass wir gesagt haben, hier wollen wir mehr noch über das Next Normal, so war das große Schlagwort jetzt Anfang des Jahres, Next Normal, wo geht es denn eigentlich hin nach der Pandemie, darüber wollen wir mehr reden. Genau, und das Medienecho haben wir schon erwähnt, das war groß. Und hier nochmal zum Thema, wir haben eben immer mehr auch gemerkt, dass die Pandemie ist ja jetzt zu einem langen Prozess gewesen und dann haben wir immer mehr auch besondere Themen in den Blick genommen, um da in die Zukunft zu gehen, in die Tiefe zu gehen. Wir haben zum Beispiel mit Studierendeninitiativen gesprochen, wie Online-Lehre und nicht nur online. Wir haben uns mal das duale Studium während Corona angeschaut. Wir haben mit vielen Beratenden gesprochen darüber, was dann ist, wenn das Studium eben digital nicht funktioniert. Und bald kommt eine Folge raus zum Thema Mental Health of International Students. Wir haben zum Beispiel auch über Mobilitätskonzepte gesprochen. Genau. So, jetzt kommen wir mal zur Studie. Genau, ganz kurz vielleicht so ein bisschen so ein kleiner Walkthrough durch die Fragestellungen und auch so ein bisschen die theoretischen Bezüge dazu. Zunächst mal Ziel war herauszufinden, wie Studierende ihr Studium während des Shutdowns im Hinblick auf ihre Fähigkeiten und die vorherrschenden Rahmenbedingungen erleben. Wie geht es ihnen im Shutdown? Wie geht es ihnen im Shutdown? Und wie sie ihr Studium und Lernen selbst organisieren. Das ist schon ein bisschen so der konstruktive Aspekt bei der Studie. Was für Strategien gibt es da eigentlich bei Studierenden, die selbstgesteuerten Lernprozesse zu organisieren? Und was ist hilfreich? Was sind Barrieren? Und welche Potenziale und Herausforderungen sehen Sie eigentlich für die zukünftige Hochschulbildung jetzt schon aus dieser Situation heraus? Mal weiter, nächste Folie. Ganz, ganz kurz zum Forschungsstand damals, 2020 war es so, letztes Jahr, dass es vor allem einige quantitative Abfragen gab mit unterschiedlicher Zielstellung, Zielgruppen und Umfang. Zunächst natürlich Fokus auf die Situation der Lehrenden. Wie geht es den Profs, den Lehrenden, den Hochschulen, wenn sie jetzt plötzlich auf einmal alle aus dem Hörsaal sozusagen Online-Lehre machen müssen oder aus dem Seminarraum? Und dann erst gegen Ende 2020 kamen eigentlich die ersten Studien überhaupt, die die Sichtweise der Studierenden thematisiert haben. Vor allen Dingen quantitative große Befragungen, Studentenwerksbefragungen, aber auch AOK, also Krankenkassenbefragungen dann irgendwann, weil sich eben herausgestellt hat, dass immer mehr auch psychosoziale Problemlagen existieren. Unser Anliegen sozusagen war eben vor allen Dingen in dieser Zeit und in dieser Datenlage, aus der sich eigentlich kein wirklich einheitliches Bild auch ergab, nochmal in die Tiefe zu gehen im Prinzip. Ja? Und diese erhöhten individuellen Anforderungen, die Studierenden berichtet haben, denen auf die Tiefe zu gehen und Studierenden in ihren Situationen ein Gesicht zu geben. Das war so ein bisschen das Thema. Nochmal eine Folie weiter. Wir haben also
insgesamt in den Daten, die wir erhoben haben, und es sind ja 22 Gespräche auf Deutsch, einige auf Englisch, jeweils circa eine Stunde lang, die haben wir dann durchforstet, transkribiert, kodiert zu diesen drei Themen. Was sind aus Sicht der Studierenden die Präferenzen und Qualitätsanforderungen an die Hochschullehre im Shutdown? Also wie sollte es sein? Wie wäre es gut sozusagen? Dann, wie beschreiben die Studierenden ihre Partizipationsmöglichkeiten und Anforderungen an die Hochschullehre im Shutdown? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn wir haben heute auch schon an anderen Stellen hier im Forum zum Thema Digital Leadership einen Beitrag gegeben und haben auch da diskutiert, dass das Digitale zwar die Transparenz in der Kommunikation in der Hochschule fördert, aber dass die Repräsentation der unterschiedlichen Gruppen, auch der Gruppen, die sich nicht so natürlich, so gut, so stark artikulieren können, digital nicht immer selbstverständlich gleich auch möglich ist. Und daher die Frage der Inklusion eine ganz, ganz, ganz wichtige ist, dass wir ganz proaktiv in dieser Phase jetzt wirklich auf die Zielgruppen zugehen, die wir nicht mehr hören. Ja? Die verschwinden einfach. Und das Dritte ist eben, wie beschreiben und rekonstruieren die Studierenden im Corona-Shutdown ihre eigenen Studienstrategien? Hochinteressant, ja, hochinteressant, wenn alle auf einmal sozusagen auf die starken Selbststeuerungsfähigkeiten zurückgeworfen sind, sozusagen, was passiert dann eigentlich? Wie kommen sie damit zurecht? Was entwickelt sich da eigentlich neu? Kann man diese Phase möglicherweise für zumindest für einige Studierende auch als eine Potenzialphase sehen, in der sie starke Kompetenzgewinne haben in diesem Bereich? Ganz generell können wir schon sagen, dass es zwei Gruppen gibt. Die eine Gruppe, die man möglicherweise als Begünstigte oder Gewinner oder so bezeichnen könnte, die durchaus die Anforderungen auch erfüllt haben, die ein starkes soziales Umfeld haben, die eingebunden sind, die psychosozial keine Problemlagen haben. Und dann aber eine große andere Gruppe, quantitativ schwer zu beziffern, aber vielleicht von einem Drittel, die vielleicht auch mehr bis hin zu 50%, je nach sozusagen auch Zielgruppenprofil, die von deutlichen Schwierigkeiten bis hin zu psychosozialen Problemlagen oder starken Angststörungen reden. Mach mal weiter. Genau, und ich würde jetzt die Methodik kurz vorstellen und die Ergebnisse. Und die gute Nachricht ist auch, dass wir dazu schöne Paper veröffentlicht haben, die Sie nachlesen können, bald in der Zeitschrift Medienpädagogik und auch zum Beispiel im Tagungsband der GMW-Tagung, der auch Open Access online verfügbar ist. Genau. Diese Podcasts haben uns erlaubt, ein qualitatives Forschungsdesign mit teilstrukturierten Leitfrageninterviews zu machen, die wir mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet haben und zuvor theoriebasiert auf unseren Forschungsfragen angelegten Kategoriensystem angelegt haben. Wichtig ist dabei, bei der Auswertung stets zu beachten, dass da ein besonderer Kontext ist, wenn man Interviews nicht nur führt, sondern diese auch als Podcast veröffentlicht. Das heißt, unsere Teilnehmenden wussten durchaus, dass es eben öffentlich veröffentlicht sein wird. Wir hatten so ein digitales Setting, das kann auch nochmal die Gesprächssituation beeinflussen. Und wir sehen eben auch dadurch, dass wir den Podcast öffentlich haben, kann es sein, dass wir zurückhaltende Studierende vielleicht nicht bekommen und Studierende, die vielleicht größere Herausforderungen gerade haben, die aktuelle Situation zu bewältigen. Insgesamt haben wir die Podcasts nicht eins zu eins dann veröffentlicht, sondern haben die Interviews geschnitten und auch noch in kleine Moderationsteile eingeführt. Kurz zu den Ergebnissen. Das müssen Sie jetzt nicht alles lesen. Nur wir kamen auf jeden Fall zu dem Schluss, dass eben die Präferenz- und Qualitätsanforderungen an die Hochschullehre im Shutdown sehr individuell sind, dass es zum Beispiel bestimmte Qualitätsanforderungen gibt, die nicht immer erfüllt werden können, dass es zum Beispiel ein Bedürfnis nach Strukturierung gibt, was durch Präsenzvorlesung, der Begriff ist auch schon mal umstritten, aber Vorlesungen, die eben live stattfinden, erfüllt wird, aber vielleicht nicht dem Bedürfnis nach Flexibilisierung entgegenkommen. Wir haben da auch immer Potenziale identifiziert, also dass, wenn man zum Beispiel Vorlesungen auch gleichzeitig aufzeichnet, könnte beiden Bedürfnissen entgegengekommen werden. Wir haben sehr viele Belastungserfahrungen erzählt bekommen und Rahmenbedingungen, die es erschwert haben, dass alle gleich an Lehre teilhaben können.
gab es auch. Und da gab es ein großes Bedürfnis nach Unterstützung, dem auch durch Unterstützungsleistungen zum Teil entgegengekommen werden konnte. Das Thema Social Presence, das haben wir vorhin auch im Mentimeter gesehen, das ist ein ganz großes, da waren Worte wie Allein und Isolation. Und das ist natürlich ein Thema, was immer wieder kommt, wenn es um digitale Lehre kommt. Der soziale Austausch ist eben, er fehlt oder er ist nicht so, wie man sich das wünscht oder wie man es kennt von der Lehre in Präsenz. Und doch haben wir in Einzelfällen gehört, dass diesem Bedürfnis entgegengekommen werden kann, zum Beispiel in Gruppenarbeiten, dass man da neue Leute kennenlernt und auch Freundschaften knüpft. Und auch ein Austausch auf Augenhöhe mit Dozierenden wurde zum Teil noch mehr festgestellt und das hat die Bedürfnisse nach Respekt und Solidarität erfüllen können. Und es wurde auch in vielen Podcasts die Sorge geäußert, dass sich gar nichts geändert haben wird nach dieser Pandemie, dass wir einfach zurück zum alten Normal gehen und eben nicht das Next Normal machen. Und das ist natürlich was, was wir unbedingt diskutieren sollten. Kleines Beispiel dazu ist Jens aus Belgien, der eben berichtet, we are connected every second of the day, but we are lacking the corridors to meet each other and the small talk. Das Thema soziale Präsenz. Zum Thema Partizipationsmöglichkeiten und Anforderungen haben wir eben ganz viele Ebenen und Möglichkeiten genannt bekommen, die die verschiedenen Ebenen betreffen. Sei es Beteiligung an der Lehrgestaltung, sei es Beteiligung an institutionellen Entscheidungen in Studierendengremien und auch überregional und politisch. Und was wir insgesamt feststellen konnten, ist, dass viele gesagt haben, dass Studierendenengagement stärker wahrgenommen wird, dass stärker wahrgenommen wird, wofür Studierende sich einsetzen können und dass es vielleicht einen Unterschied machen kann. Und dass da eine gewisse Sensibilisierung stattfand, dass das auch dazu führen kann, dass die Hochschullehre in ihrer Qualität besser, positiver wahrgenommen wird. Hier ein Negativbeispiel von Kirion, der eben gesagt hat, dass er kein Gefühl hatte, sich an der Lehre beteiligen zu können, denn sie haben einfach nur Materialien bereitgestellt bekommen und keine Möglichkeit gehabt zu interagieren und auch an der Lehre aktiv zu partizipieren. Ganz spannend, wie gesagt, das Thema Selbststudienstrategien, Selbstorganisation und Selbstregulierung. Und da haben wir gesehen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und zwar kennen Studierende Kompetenzen, die sie dafür nötig haben. Sie kennen auch entsprechende Strategien, sie nutzen sie und sie entwickeln sie auch weiter und sie halten sie vor allem für bedeutsam. Das heißt aber auch, die Herausforderungen dieses digitalen Studiums finden eben zunehmend auf individueller Ebene statt und erfordern eben ganz viel Selbstregulation und Selbstorganisation. Da kann man eben entsprechende Kompetenzen lernen, aber sie können auch zunehmend zur Belastung werden und wir haben ganz, ganz oft, gerade auch auf europäischer Ebene, haben wir auch mit laufender Zeit, die diese Pandemie angehalten hat, das Thema Mental Health gehört. Und das ist wirklich eins, was Studierende sehr betont haben. Das ist ihnen wichtig und da müssen wir mehr drüber sprechen. Und wir sehen eben, Studieren ist zu einer noch individuelleren Herausforderung geworden und diese Kompetenzen sind eben wichtig. Wie zum Beispiel auch Franziska berichtet, die mit einem Wochenplan arbeitet, damit ihr das nicht zum Verhängnis wird. Als Fazit lässt sich ziehen, dass eben Studierende während der Corona-Pandemie, sofern sie nicht Erstsemester sind, kennengelernt haben, dass es verschiedene Möglichkeiten des Studierens gibt und dass man da eben in einen Reflexionsprozess kommen kann, was gute Lehre denn individuell ausmacht. Also was brauche ich denn, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut und wie kann ich das vielleicht auch einfordern? Und es ist aber nochmal bedeutsam geworden, Hochschulen sind eben wirklich ein Lebens- und Entwicklungsraum und das involviert eben auch soziale Aspekte ganz stark. Und in dieser Pandemie hat sich eben gezeigt, dass Kompetenzen wie Selbstorganisations- und Selbstlernkompetenzen ganz wichtig sind, dass auch Resilienz ein Thema ist und das birgt sowohl Risiken als auch Chancen. Und insgesamt ist da ein großes Bedürfnis danach, Studierenden ihren individuellen Lern- und Lebenssituationen zu sehen und entsprechend auch zu unterstützen, um eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Also nochmal ein Zitat aus unserem Artikel, den wir geschrieben haben. Neben zahlreichen Herausforderungen hat die Pandemie das Potenzial der Studierenden hervorgebracht, ihre Lernprozesse selbstbestimmt und selbstorganisiert zu gestalten, zu reflektieren und als ExpertInnen für gute Hochschullehre das Studium der Zukunft mitzugestalten. Und das ist natürlich was Positives, was wir mitnehmen können. Und genau da möchten wir natürlich mit Ihnen jetzt auch ansetzen, weil wir jetzt natürlich an einem Punkt sind, wo das Leben zurückgeht zur Präsenzlehre zum Teil. Und die Frage jetzt natürlich ist, haben wir denn wirklich was daraus gelernt? Wie sieht es denn aus? Machen wir alles genau wie vorher? Und wie können wir diese ganzen spannenden Ideen und auch Eindrücke von Studierenden und deren Sichtweisen auch mit einbringen in die Gestaltung der Hochschullehre von heute, aber auch eben von der Zukunft? Und genau, da sind wir gespannt auf Feedback und Fragen und Anmerkungen und
bedanken uns erstmal für die Aufmerksamkeit. Wir sind auch morgen nochmal mit zwei Vorträgen zu sehen zum Thema Future Skills, Future Skills Self-Assessment und das Global Future Skills Projekt stellen wir vor. Und Ulf ist auch am Donnerstag nochmal zu sehen. Und wir freuen uns, wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen und nun über Diskussionen und Fragen. 3 Minuten haben wir, glaube ich, noch. Ja, genau. Ich hatte zwischendurch Connection-Probleme. Jetzt geht's wieder. Vielen Dank für die Studie. Und dann würde ich gleich auch an das Publikum irgendwie abgeben wollen. Fragen können sehr, sehr gerne im Chat geschrieben werden, auch Anregungen, sodass dass Frau Eickbrecht und Herr Ehlers auch direkt eingehen können. Mehr eine Anmerkung als eine Frage steht hier im Chat. Beim Prüfen sind wir irgendwie träge geblieben. Ich muss ehrlich gestehen, ich werde nicht ganz recht schlau. Vielleicht. Sie haben es jetzt geteilt, Frau Eickbrecht, die was rausgekommen ist. Bei dem genau, wer möchte, kann sich nochmal die Ergebnisse vom Mentimeter anschauen, weil da kamen so viele gute Sachen und das ist auf jeden Fall spannend, nochmal reinzugucken. Hier ist eine Frage von Joachim Fensterle. Wie sehen die Studierenden ihre persönliche Perspektive nach Corona? Wird alles wieder gut? Gute Frage. Ich würde sagen, auch ganz individuell. Ne? Also, weil wir haben schon gesehen, dass Studierende da versuchen, was Gutes aus der Situation mitzunehmen. Aber es ist wirklich sehr individuell. Und wie wir auch schon gesagt haben, wir sprechen eben vor allem mit Studierenden, die was Gutes aus dieser Situation auch ziehen können und irgendwie halbwegs zurechtkommen. Aber wir haben natürlich auch Studierende, wir hören von Studierenden, die wirklich auch Mental Health Issues, haben wir es eben in den europäischen Podcast immer wieder gehört haben oder die auch überlegen, ihr Studium abzubrechen oder dies bereits getan haben. Dementsprechend wird bestimmt nicht für alle Studierenden wieder alles gut. Was wir aber so mitnehmen, ist, dass eben dieses Thema, nennen wir es mal Inclusivity, also Inklusion irgendwie, also dass alle auch in allen Formen von Studium gleichberechtigt Zugang haben, dass es eben wichtig ist und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Sichtbarkeit gewonnen hat und mehr Dringlichkeit. Und aber dass eben das Thema Mental Health auch was ist, wo wir jetzt Potenzial haben, das noch ein bisschen mehr zu besprechen. Und das ist bestimmt was, das sagen viele, das ist gut, dass wir da jetzt über die Pandemie mehr darüber gesprochen haben. Also ich denke auch, ein Punkt, der mir immer wichtig ist, ist darüber nachzudenken, wie können wir aus dieser Krise, denn für viele Studierende ist es so eine richtige Krisenerfahrung, Potenziale entwickeln. Denn darum geht es letztendlich. Wie kann man aus so einer Erfahrung, die für einen persönlich möglicherweise schwierig ist, sozusagen am Ende auch noch eine Stärke gewinnen, sodass wir dann irgendwann mit einer Generation zu tun haben, die sagen können, wir hatten zwar Corona, Shutdown, schlimme Bedingungen und es war schwer für uns, aber am Ende sind wir da durchgekommen. Also diese Art von Diskussion sozusagen, wie das geht und dass das auch eine besondere Aufmerksamkeit bedarf, besondere Methoden, eine besondere Ansprache, einen besonderen Raum auch bedarf, in der Hochschule das zu thematisieren, nicht nur nebenbei, sondern ganz explizit Future Skill Seminare für Studierende, um sozusagen diese Macke der Corona, diesen Makel der Corona-Zeit sozusagen in das Potenzial zu verwandeln. Das, finde ich, ist ein wichtiger Punkt und der kommt mir noch viel zu kurz bei der derzeitigen Diskussion, wo es mehr um Coping geht und nicht um nach vorne gucken. Es gibt einige Fragen, ist im Chat, Frau Eickbrecht, Sie haben StudienabbrecherInnen genannt oder Studierende, die damit, die diese Überlegung haben, ihr Studium abzubrechen. Und hier wird auch gefragt, ob Sie vielleicht konkrete Zahlen haben, die Ihnen bekannt sind, über die Zahl der AbbrecherInnen. Die habe ich jetzt tatsächlich nicht parat. Ulf, hast du welche? Medizinisches, also wir hatten zum Beispiel von der habe ich nicht. Entschuldigung, Laura. Ja.
Genau, wir haben uns zum Beispiel von der European Students Union, die haben eine Studie durchgeführt, allerdings auch relativ zu Anfang. Die haben da das Thema Mental Health und auch Emotionen, die Studierende mit dem Studium verbinden, zum Beispiel abgefragt. Und da haben wir uns zum Beispiel auch, das sind sehr, naja, aufsehenserregende Zahlen, weil der Großteil wirklich negative Emotionen während der Pandemie auch mit dem Studium verbindet. Genau, aber Zahlen über Studienabbrecher, wenn jemand von Ihnen welche hat, freuen wir uns natürlich. Ja, genau. Sie können sich auch dann ja nochmal connecten über die digitalen Visitenkarten und vielleicht hat hier jemand auch ganz aktuelle Zahlen. Das kann ja dann ganz interaktiv hier werden. Genau. Lars Ebel fragt, ob die Erwartungen an die Präsenzrückkehr nicht zu hoch von Lehrenden und Studierenden gesetzt sind. Das ist die Frage, ne? Also was ich da auch, Zitat würde ich nochmal nennen von einem Studierenden, der gesagt hat, naja, er hat gemerkt, dass Vorlesungen, die vorher schon nicht so gut waren, auch digital nicht so gut sind. Und dass gleichzeitig Lehrende, die sich schon vorher Gedanken gemacht haben, wie man gute Lehre machen kann, das auch digital ganz gut hinbekommen. Das ist vielleicht so ein kleiner Gedanke, den wir mitnehmen können. Das Beste aus beiden Seiten. Und wir die Rückkehr zur Präsenz kann ja auch bedeuten, und das hören wir eben auch, dass es für manche manchmal sogar besser ist, für die eine Vorlesung, die sehr frontal gedacht ist, sich dann doch lieber reinzuschalten, als den ganzen Weg ans Ende der Stadt oder eine andere Stadt zu nennen. Mhm. Nehmen. Genau. Und ich hoffe, man hört mich noch. Vielleicht ein Gedanken, den die Claudia Hoffmann hier im Chat auch geäußert hat. Das ist auch ein Thema, was uns in unserer Diskussion umtreibt. Wenn wir Studierende haben, die es geschafft haben, über anderthalb, fast zwei Jahre lang selbst organisiert gut zu lernen, dann müssen wir das ernst nehmen und müssen unsere Studienangebote der Zukunft auch stärker mit diesen Studierenden zusammen entwickeln und nicht vom alten Transfermodell jetzt wieder ausgehen mit denjenigen, die gerade bewiesen haben, dass sie es möglicherweise auch anders können. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein ganz tolles Schlusswort. Und es gibt auch eine Frage eher organisatorischer Natur, ob die Folien zur Verfügung gestellt werden könnten. Genau, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ich habe das gerade in diese Media Library reingeladen. Ja, okay, ich sehe. Da könnte man die sich jetzt schon runterladen, ansonsten tippe ich nochmal meine E-Mail-Adresse rein. Mhm. Und genau, dann können Sie die natürlich gerne zu. Ja. Oder auch über die Plattform einfach uns kontaktieren, können wir die gerne zur Verfügung stellen. Genau, wer das runterladen möchte, der möge das nämlich jetzt tun. Genau. Und wie gesagt, es gibt auch Artikel, die wir veröffentlicht haben, wo alles noch ein bisschen ausführlicher nachzulesen ist. Und es gibt natürlich die Podcasts und die sind natürlich spannend. Und es gibt auch bald eine neue Folge von Next Normal mit Studierenden aus den Niederlanden. Super. Dann vielen Dank, Herr Eickbrecht, Frau Eickbrecht und Herr Ehlers. Und auch vielen Dank für die Fragen und Anregungen im Chat. Ich würde den Raum jetzt schließen und Sie alle bitten, wieder in die Lobby zurückzugehen. Und wer es vielleicht nicht geschafft hat, die Folien runterzuladen, kann, wie gesagt, auch gerne Frau Eickbrecht oder Herr Ehlers anschreiben. Und ich bin mir sicher, dass dass das auch dann nochmal zugeschickt werden kann. Vielen Dank. Vielen Dank auch für die Teilnahme. Tschüss. Danke. Tschüss.